von der Bewerbung zur Einschreibung, dann die Durchführung der Lehre, die Prüfungen. Die Anforderung für eine digitale Infrastruktur in einer Hochschule zielt ab auf die vollständige Unterstützung des Student Lifecycle. Also die Hochschule Hannover ist ja traditionell eine Fachhochschule, das heißt mit ihrem Bildungsangebot und auch was Forschungsfragestellungen anbelangt, sehr praxisorientiert unterwegs. Und Forschung, beispielsweise angewandte Forschung, ist unser wesentliches Thema an der Stelle. Wir haben 5 Fakultäten und 5 Standorte und haben auch fakultätsübergreifende Studienprogramme, die dann durch einen entsprechenden hohen Grad an Interdisziplinarität gekennzeichnet sind. Wir haben jeden Tag 9500 Studierende, die viele hundert Veranstaltungen an jedem Tag wahrnehmen. Das will organisiert sein. Wir haben viele Räume. Der smarte digitale Arbeitsplatz an der Hochschule bedeutet die Unterstützung in vielen kleinen Dingen, die Unterstützung des täglichen Studierendenalltages. In unserem Netzwerk wird viel E-Learning eingesetzt. Das muss immer verfügbar sein. An einer Hochschule werden ganz unterschiedliche Anwendungen eingesetzt. Dort sind auch einige sehr kritische Anwendungen darunter. Dort ist die Sicherheit im Netzwerk ein unglaublich wichtiger Punkt. Wir setzen darüber für unsere WLAN-Lösung ein. Dort stellt das Aruba-Netzwerk für ungefähr 300 Access Points die Verfügbarkeit des Netzwerkes an allen Standorten der Hochschule bereit. Wie in allen Bereichen ist Flexibilität immer wichtiger geworden. Verschiebungen von Räumlichkeiten, Veränderungen der Veranstaltungen führen dazu, dass kurzfristig die Studierenden ihre Orte wechseln, zu anderen Zeiten studieren müssen. Um Studierenden und Gästen das Auffinden von Räumen zu erleichtern, setzen wir die Meridian Indoor Navigationslösung ein. Diese Flexibilität lässt sich mit festen Netzwerkinfrastrukturen nur ganz schwer realisieren. IT ist eigentlich dann erfolgreich, wenn keiner darüber spricht. Jeden Tag für 10.000 Studierende ein gut funktionierendes Netzwerk zur Verfügung zu stellen, das ist schon eine große Herausforderung. Insbesondere unsere vielen unterschiedlichen Standorte und Gebäude machen es nicht einfach, diese Versorgung auch immer sicherzustellen. Wir sind stolz darauf, dass wir das mit Aruba erreichen konnten. Und eigentlich sind wir stolz darauf, dass niemand mehr über unser Netzwerk spricht.